Und ja, Idel, Mensch, keiner hat dir gesagt, dass es losgeht, so wie jeden Sonntag um 15 Uhr. Das tut mir jetzt aber leid. So, was wir jetzt mal machen, ist, wenn jetzt gleich die Atmosphäre uns ärgern will, weil das Ding wird sicherlich auch gleich ein bisschen abgebremst werden. Und bevor das stärker abbremst als wir und uns in den Hitzeschild reinschlägt, habe ich jetzt einfach mal mit dem RCS uns ein bisschen nach oben geschoben, sodass wir an dem Ding vorbeikommen. Und theoretisch, wenn ich nichts total falsch gemacht habe, müssten wir jetzt gleich quasi aufs Space Center drauf fallen. Und wenn wir die gelandet haben, ist ein guter Zeitpunkt, dass wir die anderen Touris auch auf einem niedrigen Orbit holen. Und dann würde ich sagen, lassen wir die nämlich auch nochmal auf einem niedrigen Orbit fahren und jede Umrundung koppeln wir eine Kapsel ab und versuchen die am Space Center abzuwerfen, sodass unsere Touris maximalen Reisekomfort haben, indem sie nicht dann noch irgendwie am anderen Ende von Körben rauskommen. Aber mal gucken, ob das so funktioniert. So. Wir sind unterwegs. Surface. Jawohl. Strom sieht auch noch gut aus. Essen sieht okayisch aus. Also im Sinne von Starving. Aber das ist gar nicht mehr wild. Da verglüht unsere Rakete. Also wir kommen mit großem Tamtam und Paukenschlag aufs Kerbin Space Center zugerast. Ich befürchte fast, wir werden nicht ins Wasser fallen. Sondern irgendwo auf dem Rasen vorm Space Center landen. Hauptsache, wir landen nicht auf der Fab. Das wäre total begrüßenswert. So sieht das aus, wenn man nach 40 Tagen Space-Urlaub mit Pauken und Trompeten und Feuerschweif zurückgeritten kommt. Und Afalo Twitch, Araflo Twitch, so kann man das, glaube ich, auseinanderklamüsern. Danke für dein Follow, willkommen bei den Kommunauten und viel Spaß beim Zuschauen. So, wir sind doch deutlich, deutlich kürzer. Da habe ich die Steilheit des Winkels unterschätzt. Ist aber alles nicht so wild, das ist in Autofahrreichweite. Oh, den Rest unserer Rakete haben wir relativ konsequent aufs Space Center geworfen. Naja, sowas passiert. Wir wollten ja kurz auch Bescheid sagen, dass wir abgeholt werden müssen. Ich glaube, den Hinweis haben sie verstanden. Aber ich glaube auch, das Ding geht vorher runter. So. Also, das sieht gut aus. Da kommen wir ganz gemütlich runter. Fallschirme sind scharf. Ich hau mal ein bisschen Zeitraffer rein. Das müssen wir uns jetzt nicht komplett im Klein-Klein angucken. Hier ist ganz viel leckerer Rasen und das Space Center ist, lass mich schätzen, 10, 15 Kilometer entfernt. Wir sind also quasi zu Hause. Hier gibt es auch gleich eine kleine Siedlung. Da kann man sich noch eine Currywurst holen, bevor man nach Hause fährt. Hervorragend. So, die ersten Touris haben somit. Alter! Warum sind die Fallschirme nicht aufgegangen? Das war ja überhaupt nicht nett. Irgendwas. Warum sind die nicht aufgegangen? Das war eigentlich ziemlich easy an der Stelle. Die sind einfach durchgeknallt mit drei Fallschirmen dran. Das ist jetzt sehr ärgerlich, weil das die ganze Mission kaputt macht, tatsächlich. Aber die Fallschirme waren rechtzeitig im Pre-Deploy und haben aber nicht gebremst. Oh, ich hoffe nicht, dass das durch das. Wir können das jetzt mit dem zweiten Ding nochmal testen. Ich hatte das schon mal, nachdem ich ein Safe Game reparieren musste, dass die Fallschirme keinen vernünftigen Drag mehr entwickelt haben. Und ich befürchte, dass der Bug sich wieder eingeschlichen hat. Wir werden es sehen. Also ich muss jetzt erstmal gucken, dass wir die nächsten Kerbals uns noch ziehen. Und das ist über Boden. Also die Fallschirmauslösedinger sind immer auf über Boden gerechnet, nicht auf nautisches Null. Und ja, die brauchen einen Moment, bis die offen sind, aber das Problem ist, dass du normalerweise durch den Pre-Deploy, und deshalb mache ich den ja auf 3000 Meter, wirst du schon runtergezogen auf eine vernünftige Geschwindigkeit. Und wenn die dann Full Deployen, das dauert ungefähr 6 Sekunden bei denen, entwickeln die auch schon einen gewissen Drag. Also die KSP-Fallschirme reißen dich relativ hart, also du kriegst da teilweise G-Kräfte von 10 bis 12 G um die Ohren geschlagen. Ich weiß, aber ich hatte das. Oh Gott, das war nicht in der Serie, aber das war beim selber Spielen, hatte ich das schon mal. Und da musste ich eine Repair Installation machen.
was ziemlich schwierig ist mit. Also ich hatte das in einem Stock-KSP, nachdem ich irgendeinen Mod deinstalliert hatte. Und da ist irgendwas in den Configs kaputt gegangen und ich befürchte fast, dass das da auch der Fall war. Obwohl wir Glück haben könnten, weil das sind Real Shoots und die Real Shoots müssten eigentlich sauber funktionieren. Wir werden es sehen, wir müssen jetzt ausprobieren. Der Spacecam-Vertrag hat sich trotz allem dann wohl mehr oder weniger erledigt. Den haben wir richtig versaut. Das Thema ist durch. Das war auch wahrscheinlich richtig teuer. Na gut. Das war ärgerlich. Wir bringen jetzt trotzdem mal die anderen Touris so gut es geht nach Hause. Das heißt, wir können uns auch die Spacecamp-Mission ein bisschen abschmieren gerade. Ah, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Und dann ist auch noch ein Zuschauerkörbel gestorben. Und wie gesagt, ich befürchte, dass es genau dieser Bug wieder ist. Weil ich bin mir sehr, sehr sicher. Also ich habe jetzt schon doch ein paar Mal eine MK3-Kapsel mit drei solchen Fallschirmen gelandet. Ich bin mir sehr sicher, dass die mit einer 3000er Höhe und also 3000er Pre-Deploy und einem 500er Full-Deploy ganz, ganz entspannt unten ankommt. Also dass das super, super lässig klappt mit dem Bremsen. Einfach weil ich es schon sehr oft gemacht habe. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass das gerade ein wenig buggy war mit der Fallschirmauslösung. So. Gut, jetzt gehen wir hier erstmal Retrograde und ziehen uns auf einen Low Orbit runter. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass die Real Shoots jetzt einfach besser funktionieren. Wenn der gesamte Fallschirmstack jetzt verbuggt ist, dann wird das heute eine Touristen-Grillparty und ich muss dann unbedingt das Realshoots-Mods-Mod mal neu installieren oder die Configs durchgucken. Irgendwas passt dann da nicht. Das war ein bisschen viel des Guten. Wenn ich in die Atmosphäre, dann kann ich nicht mehr Zeitraffern. So, ach, Senfsoße. Kein Grund, deswegen zu SpaceX zu gehen. Den explodiert ab und zu auch mal eine Rakete. Das ist ja alles total sicher. Wir testen das jetzt mit den verbliebenen Touristen, weil es egal ist. Deshalb, also ich schicke jetzt keinen extra Testflug hoch, weil ich habe die Mission eh verloren. Dadurch. So, und wir können jetzt eigentlich mal unsere erste Kapsel. Oh Gott, komische Dinge passieren. So, unsere erste Kapsel abkoppeln. So. Achso, ja genau. Wir müssen jetzt mal gucken. Die Dinger sind enabled. Enabled, so. Und RCS auf. So, jetzt schauen wir mal. Wir machen hier so, glaube ich, irgendwo gleich einen Deorbit-Dingsbums. Vorher entfernen wir uns damit nochmal ein bisschen. So, dann probieren wir mal hier zu deorbiten, dass wir irgendwo überm Space Center vielleicht runterkommen. Schauen wir mal. Und dann werden wir sehen, wie die Fallschirme sich verhalten. Tja. Ja, erstmal gucken wir, wie die Real Shoots sich verhalten, weil wenn jetzt alle Fallschirme so reagieren, dann müssen wir definitiv was machen. Wenn es die normalen sind, dann muss ich es mir mal in Ruhe angucken. Aber es wäre jetzt erstmal nicht so kritisch, weil ich dann einfach weiß, ich muss Real Shoots verwenden. Das wäre dann soweit okay. Gut, wir legen los mit dem Deorbit Burn. Also was ich jetzt mache, ist, ich mache genau das hier. Ich bremse mit Monopropellant, um uns runterzubringen. Und wir schauen mal, dass wir das Ganze. Ja, Safe-File laden würde ich gerne vermeiden. Das wäre nicht so gut. Und ich, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob ich den auf geschafft stellen will, weil sowas passiert halt. Und ich hätte ein bisschen Sorge nach dem Bug mit dem Hotel, wenn ich jetzt mit zwei von den Kerbals tot den Auftrag auf geschafft stelle, ob das dann irgendwie zu weiteren Problemen führt, wenn er sich irgendwie ausmalt, dass ausgerechnet die zwei Kerbals diejenigen sind, die Kerbonauten geworden wären. Ihr wisst, was ich meine? Und deshalb wäre ich ehrlich gesagt eher vorsichtig damit, das durchzucheaten. Also ich würde sagen, nein, das ist dann halt so. Ich kann ja trotzdem Kerbals einstellen.
Und das Space Camp war ja trotzdem eine witzige Idee. Und zwei Touristen sind halt durch einen technologischen Fehler in unseren Fallschirm draufgegangen. Das ist halt so. Oder halt fünf, wenn das jetzt beim nächsten Test auch nicht funktioniert. Also, lassen wir einfach so. Ich gehe ja nicht pleite daran, Freunde. Ne? Wir haben hier 1,5 Millionen auf dem Konto. Und ich kriege auch so meine Minmus-Crew und alles zusammen. Also von daher würde ich da jetzt nicht zu irgendwelchen Cheat-Menü-Mitteln greifen wollen. So, für den Fischkorb tut es mir natürlich ein bisschen leid, aber Fischkorb, du warst ein guter Pilot. Schreib mich gerne an, falls du dir einen neuen Kerbal erstellen möchtest oder dich also neu auf die Liste setzen lassen möchtest mit einem Nachwuchs-Kerbal für eine andere Mission. Ich betrachte deinen Platz als hiermit frei geworden. So. Gut. Ja, wie ihr seht, das Deorbiten funktioniert eigentlich auch ganz gut von der Delta-V-Anzahl, die man so hat. Also wir sind jetzt mit der Periapsis auf 30 Kilometer runter. Wir haben noch ein bisschen Monopropellant. Das lasse ich jetzt noch durchbrennen. Dann mache ich den Fallschirm scharf und dann gucken wir mal. Wir werden, denke ich, über das Space Center doch deutlich hinausschießen mit dem Anflugwinkel. Ich bremse jetzt einfach mal so stark, wie es geht. Und dann gucken wir mal, wie sich diese Kapsel verhält. Ich werde jetzt hier mit voller Absicht auch den Full Deploy auf 1000 Meter ziehen. Einfach, weil ich sehen will, wie sich der Full Deployte Schirm verhält. Denn ich weiß, wie sich es mit dem Bug verhalten hat. Da war es relativ deutlich zu erkennen, dass ich selbst mit dem Full Deployed Schirm noch 60 bis 80 Meter pro Sekunde durch die Atmosphäre gegangen bin. Deshalb stellen wir die jetzt mal so entsprechend ein. Also, ich nehme Altitude Deploy, ich gehe auf jetzt mal 5000 hoch mit dem Vordeploy und dann machen wir, ja, machen wir ruhig ein bisschen. Wir sind dann sehr schnell. Zeitraffern können wir immer noch. Zack, zack. Kopieren, scharf machen. Und jetzt werden wir sehen, wie sich das verhält. Ich bin aus dem Time Warp raus gewesen. Also ich gehe immer aus dem Time Warp eigentlich vor dem Full Deploy raus. Und das sah nur noch so schnell aus, weil eben die Kapsel immer noch so schnell war, tatsächlich. Aber wir werden es sehen. Also ich werde jetzt auch den Time Warp entsprechend abschalten, rechtzeitig vorher. Also wir haben jetzt bei allem deutlich mehr Puffer. So, und jetzt kommt aber hier erstmal Freund-Wiedereintritt. Mit Sonnenschein. Den Zeitraffer ich aber tatsächlich durch, weil das dauert sonst ein bisschen. Das ist auch mit dem Vierfach-Zeitraffer schon relativ länglich. Und dann gucken wir mal, wohin es geht. So. Also wie gesagt, wir werden auf jeden Fall über das Space Center drüber kacheln. Mit ordentlicher Geschwindigkeit. Ich denke mal, der Splashdown... ja, doch. Also ich glaube, wir müssten stark genug abbremsen, dass der hier irgendwo in dem Ozeanbecken stattfindet. Weil wir jetzt doch dann nach und nach Höhe verlieren. Wir werden es sehen. Da hinten kommen die berühmt-berüchtigten Berge vor dem Kerbin Space Center. Wir sind immer noch relativ hoch, relativ schnell. Unsere Periapsis ist mittlerweile negativ. Also es geht jetzt deutlich abwärts. Und jetzt beginnt die heiße Phase des Wiedereintritts. So. Ja, guck mal, das war doch ganz gut vermutet, dass wir hier auf der Höhe reinkommen. So. Da ist unser Space Center, an dem wir vorbeischrabbeln. Mit die rauchenden Trümmer unserer letzten Landung. Deshalb heute ab ins Wasser. Sieht auf jeden Fall relativ spektakulär aus, mit so einer Kapsel darüber zu rasen. Ja, noch freuen die sich. Wir haben ihnen nämlich noch nicht erzählt, was mit der letzten Kapsel passiert ist, die wir getestet haben. So, jetzt kommen wir in den interessanten Teil unserer Testveranstaltung. Also bei ungefähr 4000 Meter kommt der Pre-Deploy und das ist ja diesmal auch tatsächlich mit dem nautischen Null übereinstimmend, weil wir über Boden, über Wasser runtergehen. So, da sind unsere Schirme. Die bremsen ein bisschen, aber das ist auch schon verdächtig schnell, muss ich sagen. Jetzt schauen wir gleich mal. Also, Thiago, vielen Dank für dein Follow und viel Spaß beim Zuschauen. Und jetzt müsste jeden Moment der Full Deploy kommen. Ja, passt. Okay. Hat aber auch ziemlich lange gedauert. Was war da für eine Einstellung? Wir haben 2000 Meter gehabt, ne?
Wir sind bei 1300 im Full Deploy durch gewesen. Hat ganz schön lange gedauert. Okay, wir werden für die anderen Tugis auf jeden Fall ein bisschen mehr Puffer einrechnen. Aber zumindest mit dem Shoot sieht's okay aus. Also es funktioniert. Das heißt, wir können die restlichen Tugis mit großer Wahrscheinlichkeit gesund nach unten holen. Und Tokugawa, vielen Dank natürlich auch für dein Follow und auch dir sehr viel Spaß beim Zusehen. So, jetzt kommt The Water. Also, sieht aber gut aus, die Turi-Kapseln scheinen in Ordnung zu sein. Die andere Kapsel war es nicht oder es war tatsächlich zu knapp gesized. Tja, werde ich mir auch selber in der Aufzeichnung nochmal angucken, was da schiefgegangen ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt aber die ersten drei Touristen erfolgreich recovered. Und wir werden, auch wenn die Mission nicht erfolgreich ist, natürlich aus Rufgründen unsere Touristen zurückholen. Einfach, damit wir uns nicht vorwerfen lassen müssen, dass man bei uns bucht und dann umgebracht wird mutwillig. Auch wenn das bei zwei nicht ganz so gut geklappt hat. So, zack, zack. Ready for the next assignment. Und wir gehen rüber zu unserem Kapselsystem und klinken die nächste Kapsel aus. Aber das Kapselsystem an sich ist doch eigentlich relativ funktional, muss ich sagen. Das war okay jetzt. Ich meine, wir müssen das jetzt dreimal machen, aber dann haben wir alle Kürbels unten. Und dann sind wir, glaube ich, auch in relativ wenigen Stunden mit dem Scansat am Minmus. So, machen wir jetzt einfach die gegenüberliegende Kapsel, würde ich sagen. Zack, die Kabel Note. So, auch hier RCS anmachen. Und Tank aufmachen. Und als allererstes entfernen wir uns mal ein bisschen von unserem Gefährt. So. Und dann werden wir auch hier wieder einen Deorbit Burn machen. Und zwar auch wieder hier so irgendwo den Dreh. So, Orbit, Retrograde und wir pumpen unser Monopropellant raus und weil es so, glaube ich, schöner geht, mache ich dazu mal den Physics Time Warp an, damit wir ein bisschen schneller uns durch das Monopropellant durchbrennen. Ja, wie gesagt, kann sein, dass es die Stockschirme waren, kann sein, dass ich da was falsch gemacht habe. Wie gesagt, ich gucke mir meine eigene Aufzeichnung dann auch nochmal an der Stelle, um einfach zu sehen, ob ich zeitraffertechnisch einen Fehler gemacht habe, also zu spät aus dem Time-Up gekommen bin, oder tatsächlich einfach der Puffer zu gering eingestellt war. Auf jeden Fall schade für die Mission, aber so ist das eben. Jetzt, ich glaube, das war auch der erste Kerbel, den wir umgebracht haben, jetzt tatsächlich. In unserer Hardcore-Colonization-Tour. So, das kann aus. Und dann können wir uns den Wiedereintritt angucken. Und Royal 32CB? Naja, Royal auf jeden Fall. Vielen Dank für dein Follow. Und wir spielen Wiedereintritt. So, apropos Wiedereintritt, währenddessen kann ich natürlich mal den Fallschirm fertig machen. Also, ich glaube, das hat sich so ganz gut bewährt. 4000 Pre-Deploy und wir haben jetzt knappe 700 Meter für den Full-Deploy gebraucht. Das heißt, ich gehe jetzt mal runter auf 1500 Meter. Das sollte dann eigentlich passen, damit er nicht ganz so lange am Fallschirm hängt, aber auf jeden Fall noch deutlich Zeit und Puffer hat, um in den Full Deploy zu gehen und uns abzubremsen. So. Das sieht doch alles gar nicht schlecht aus. Dafür, dass wir jetzt eine Stunde im Stream unterwegs sind, haben wir eine ganze Menge geschafft. Und für die kommende Woche übrigens, also ich werde wieder beruflich unterwegs sein. Das heißt, am Donnerstag Hardcore Kerbel fällt auch am Donnerstag wieder aus. Ich bin aber diesmal ganz zuversichtlich, dass es am Samstag klappt, das nachzuschieben,
weil ich am Samstag nichts Gravierendes vorhabe. Am Dienstag gibt es auf jeden Fall Real Solar System. Da werden wir dann mal gucken. Wir haben ja den Juri Gagarin jetzt im Orbit. Den müssen wir natürlich auch noch nach Hause bringen. Und dann werden wir mal schauen, wie wir da weitermachen, um weiter aufzuholen zu Cookie. Ich glaube, wir haben jetzt, wenn ich es im Cookie-Stream richtig gesehen habe von der zeitlichen Einteilung, jetzt kommen wir ein bisschen zu kurz raus, oder? Ja. Naja, gut. Haben wir so ein halbes Jahr Abstand? Also wir sind ein halbes Jahr vor Cookie noch. Und es öffnet sich jetzt, glaube ich, demnächst das Zeitfenster für den Flug zur Venus. Das wird mich tierisch reizen. Mal gucken, ob das am Dienstag eine Option wird oder ob das zeitlich, finanziell, forschungsmäßig nicht hinhaut. Wir werden es sehen. Eine schöne große Rakete habe ich auf jeden Fall gebaut mittlerweile. Also die Orbitalrakete vom Juri. Mit einer kleinen Probe drauf müsste die theoretisch genug, also rein theoretisch zumindest genug Power haben, um zur Venus zu kommen in einem Startfenster. Wir werden es sehen. Also Dienstag Real Solar System. Am Donnerstag dann nix. Und eventuell am Samstag HKK und dann am Sonntag auf jeden Fall Colonization. Ja, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, wie die nächste Woche bei mir streamingtechnisch so aussehen wird. Genau. So, das sieht soweit auch alles okay aus. Jetzt gucken wir mal, dass der Pre-Deploy sauber kommt. Die 4000 müssen sie rauskommen. Sieht gut aus. Okay, Schirme sind da. Und bei 1500 kommt der Full Deploy. Da ist er. Er geht auf jeden Fall bei Weitem nicht so ruckartig in den Full Deploy wie sonst. Das mag jetzt natürlich irgendwie eine Real-Shoot-Einstellung sein. Vielleicht durch ein Update irgendeine neue Config gekommen oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist schief gegangen. So ist es halt. So. Das sieht aber ganz gut aus. So haben wir 500 Meter bis zum Boden. Und ich denke mal, ein Großteil unserer Touristen werden auf jeden Fall erzählen, dass das ein toller Urlaub war auf der Raumstation und dass sie da viele spannende Sachen gemacht haben. Und ein paar werden bestimmt auch Körbonauten werden. Ich rekrutiere einfach welche. Und wir verdienen unser Geld dann halt auf andere Art und Weise. Oh, das heißt aber auch, es ist ein Missionsslot frei geworden, oder? Sehr schön. So, das klappt. Fließband-Touristen-Zurückholaktion. Da müssen wir uns auf jeden Fall... Also ich fand auch im letzten Stream, Neo hatte es, glaube ich, geschrieben, dass man mal so ein Rückkehrvehikel dann auf Basis des MK3 der Kabinencrew macht. Ich glaube, die hat auch 16 Sitzplätze oder so. Also ich habe die noch nicht, aber es ist definitiv ein valider Einwand, mal zu gucken, dass man mal so ein Lifting Body testet, mit dem man das macht. Dann kann man sich bei solchen Dingern nämlich auf jeden Fall die Komponente sparen, dass wir jetzt hier gerade viermal insgesamt einen Wiedereintritt fliegen müssen. Na, zack. Und unser Kapselsystem da irgendwie einen nach dem anderen absetzt, sondern man kann halt einfach die gesamte Crew von so einem Space Camp und natürlich auch von irgendwelchen Stationen in ein Gefährt nehmen und irgendwo hin transportieren. Das ist natürlich schon mal ganz angenehm, ne? So. Gut, übrigens, Minmus Scanprobe 4 Stunden 18 Minuten noch, dann sind wir da fällig, dann können wir die in den Orbit jagen und dann können wir den Supply Run für die Kerbin Space Station vorbereiten und die Moonbase Alpha evakuieren. Also wir werden heute noch mit Basen arbeiten, keine Sorgen. Keine Sorge, aber nicht mit Säuren. Haha, haha. So, Decouple Node. So. Gleiches Spiel wie immer. RCS an. Tank auf. Ne? Tank auf, so, und langsam entfernen von unserem kleinen Trägerraumschiff. Gut, dann rotieren wir uns wieder ein wenig um den ganzen Spaß herum. Und wir müssen ein bisschen später bremsen, das war jetzt doch deutlich zu zeitig. Körbonauten bekommen keinen Lohn, die sind nicht angestellt. Nee, die sind tatsächlich gekauft. Was auch immer uns das über die Körbel-Gesellschaft sagen soll.
Aber ja, es ist tatsächlich so, die sind gekauft. Aber vielleicht ist ja die Kaufsumme auch einfach nur symbolisch gemeint für ihre Monatsgehälter, die sie im Laufe einer Karriere erhalten. Vielleicht haben aber auch die Squad-Entwickler eine sehr interessante Einstellung zum Thema Sklavenarbeit. Man weiß es nicht. So, wir deorbiten und machen den Zeitraffer dazu rein. Also den Physics Time Warp, lassen einmal unser Monopropellant durchflutschen. Das geht ja dann relativ schnell. Und dann gibt es den nächsten Deorbit-Eintritt. Tralala. Ich habe ja gesagt, heute gibt es Feuerwerk. Ja, es gab ein bisschen mehr Feuerwerk als gedacht, aber hey, irgendwas ist ja immer. So, Monopropellant ist gleich alle. Wir sind auch schon in die Atmosphäre wieder eingetreten. Es geht steil abwärts. So, Monopropellant ist leer, SRS aus und wir können eigentlich gleich im Zeitraffer drin bleiben und uns währenddessen um den Fallschirm kümmern, während wir den Wiedereintritt fliegen. So. 4000 Pre-Deploy. 1500. Für den Full Deploy und raus damit. Fallschirm ist scharf und der Wiedereintritt kommt. Mal gucken, wo wir diesmal rauskommen. Ich denke mal, wahrscheinlich irgendwo vor den Bergen, würde ich vermuten. Und wir werden sehen, wo es gleich ist. Hallo und willkommen dann erstmal an den Schnubbi. Danke für dein Follow und viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, Zeit für mich, etwas Kaffee zu trinken. Kürbis haben andere Philosophien als Kapitalismus, Kommunismus und Sternchenismus. Es sei denn, man installiert Kerbalism, das Kerbalismus-Mod. Was aber noch was anderes ist. Das stimmt, Antonin. Kerbalism macht auch viele ekelhafte Probleme. Da finde ich gerade so, also diese Strahlungsnummer und so ist ganz schön heftig. Also, ich finde so bis zum Mond und Nimbus fliegen ist noch relativ okay. Alles danach ist mit Kerbalism echt der Hass. Aber ja, vielleicht haben Kerbals eine ganz andere ameisenartige Gesellschaftsstruktur oder was weiß ich, auf Snacks basierende Bezahlung monatlich. Wer weiß das schon so genau? Es wird wahrscheinlich sogar noch ein bisschen kürzer als Dings. Wir fallen aber sogar noch ins Wasser. Ja. Naja, Wasser ist auf jeden Fall gut. So, Wiedereintritt, spektakulär, viel Flammen, tralala, Hitze, alles. Drei Touristen, die sich verwundert umgucken, was hier eigentlich passiert und warum glühendes Plasma, das ist auch, naja, rotglühende Luft um sie herum ist. So, zack, ich nehme mal den, ne, den Zeitraffer kann noch drin bleiben, wir sind noch hoch genug. Auf 4000 Meter geht wieder der Fallschirm auf. Hoffe ich. Und wahrscheinlich die Touris auch. So, Pre-Deploy, erfolgreich. Full-Deploy, auch erfolgreich. Das sieht gut aus. Okay, dann kommen auch diese Touris an. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Touristenkapsel im Orbit. Die holen wir jetzt gleich nach Hause. Und hallo auch an den Jansen im Chat. Willkommen, viel Spaß beim Zugucken. Und ja, dann ist der. Ist die Minmus-Scan-Probe als nächstes an. Was ich sehr spannend finde, weil das jetzt unser erster Auftrag ist für Scanne nach einem Platz für die neue Basis. Ich bin gespannt, ob sie uns dann auch vorschreiben mit einem Folgevertrag, wo wir die Basis bauen müssen oder ob ich mir die Basis dann trotzdem platztechnisch selber aussuchen kann. Mal schauen, mal schauen. So. Ich würde diesen Mod lieben, weiß ich nicht. Das wirkt manchmal nur so, dass ich es mir unnötig schwer mache gerne. Ehrlich gesagt ist so bei RSS für mich auch so langsam das Level erreicht, wo ich sage, das ist so ganz hart auf der Kippe für mich vor, es macht keinen Spaß mehr. Ich muss sagen, hier so mit dem USI Live Support bin ich positiv überrascht. Ich spiele das ja jetzt auch das erste Mal. Diese Abstraktionen einfach, es gibt halt Supplies und es gibt Strom und du hast dieses Homesickness-Ding, das finde ich ganz cool. Das fehlt Tech Life Support so ein bisschen, dass sie halt irgendwann auch mal wahnsinnig werden in so einer Kapsel.
Auf der Gegenseite macht es halt andere Sachen einfacher, wie es gibt halt einfach Supplies, dieses ganze Sauerstoff und bla und tralala ist halt ein bisschen komplexer. Und das finde ich, also ich finde so Hardcore Colonization zum Beispiel finde ich ganz angenehm zu spielen. Das ist halt wirklich, man kann es spielen, man hat 14 Tage Puffer, das heißt so im Mond und ich sag mal annähernd Minmus-Bereich ist es noch irgendwie okay. Und man hat auch eine gewisse Fehlertoleranz drin. Und ich glaube, das wird richtig knackig im interplanetaren Bereich.